Ich muss ehrlich zugeben, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, was es wird, was ich genau vorhabe. Ich weiß es nicht. Blondierungsvorgang Nummer 1 ist geschafft. Mir war schon klar, dass es so aussehen wird. Mein Ansatz ist relativ gelb. Das ist auch sehr, sehr gut, dass das so ist. Vor allen Dingen bin ich froh, dass der Teil hier sogar weiß geworden ist. Dass das hier gelb ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich morgen nochmal über die Längen drüber gehen werde mit Blondierung oder ob ich meine Haare jetzt erstmal ein paar Tage noch in Ruhe lasse. Und ich finde, es geht. Also meine Haare sind natürlich sehr trocken. Das sind sie im Normalfall aber auch immer. Also da kann ich machen, was ich will. Meine Haare sind immer trocken. Also dafür, dass ich sie jetzt blondiert habe, ist es vollkommen in Ordnung. Ich weiß halt, wie gesagt, jetzt nicht, soll ich sie ein paar Tage so lassen oder nicht. Ich schaue einfach mal morgen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, soweit wie wir jetzt gekommen sind. Ich finde es halt immer krass, dass wenn man die Haare so nach hinten nimmt, sie immer dunkler wirken, als sie überhaupt sind, obwohl ja das die Farbe davon ist. Aber ihr seht, dass meine Haare noch Glanz haben. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich update euch morgen mal, was ich mache oder nicht. Und bis morgen. So, ihr Lieben, neuer Tag, neues Glück. Ich habe mir jetzt die ganze Nacht ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt, wie sollen wir das machen? Ich war nicht sicher, weil ich mir halt so denke, auf der einen Seite, ich bin jetzt schon, es sieht jetzt nicht so hell aus, aber ich bin jetzt schon relativ hell. Wenn ich jetzt noch zweimal blondieren würde, würde es gehen. Dann denke ich mir aber wiederum, was ihr hier auch seht, dass meine Spitzen wirklich immer sehr, sehr trocken sind. Dass sie aber auch immer, egal ob ich sie jetzt blondiert habe oder nicht. Und dann dachte ich mir, ich habe ja schon Extensions zu Hause und zwar von Loka her in der 6 Naturbraun ist das, die zeige ich euch jetzt auch. Und ich habe ja auch diese dunkle, also dunkle Haarfarbe hier. Und dieses Naturbraun ist ja schon, passt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann dachte ich mir die ganze Nacht so, wenn du jetzt nochmal blondierst und nachher wirst du gelb, dann kannst du das nicht abdecken für die Arbeit, weil ich würde dann so eine Woche warten, bis ich sie nochmal blondiere. Und keine Ahnung, mir ist das alles zu unsicher. Dann dachte ich mir so, du hast schon die etwas dunkleren Extensions da. Färb deine Haare einfach in diesem Ton. Gönn dir noch 1-2 Monate Ruhe. Danach gehst du wieder ein paar Töne heller. Und danach kannst du immer noch so hell werden, wie du es vorhast. Oder auch vielleicht dann nicht mehr. Und deswegen werde ich das jetzt so machen. Ihr wisst ja, dass ich, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, diese vier Farben da habe. Das ist einmal Schokoladenbraun und einmal Goldbraun. Ich habe von beiden jeweils 2 da und das sind die Extensions. Wie gesagt, das sind diese hier, falls ihr die sucht. Also 60 cm, 230 Gramm. Farbnummer 6 ist Naturbraun. Ich finde den Ton sehr, sehr hübsch und das ist auch das, was ich gerne hätte. Was ich dann gerade auch überlege, ist, echt nur mit diesem Goldbraun zu färben, weil meine Haare haben ja schon einen Orangestich drin. So, Freunde, wir befinden uns jetzt im Bad und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Oh mein Gott. Es sieht halt echt nach Schokobraun aus. Und es ist halt nicht mehr so grün wie eben beim Auftragen. Ich werde das jetzt mal auswaschen. Das war, glaube ich, jetzt 40 Minuten drauf, weil ich noch auf das Essen warten musste. Kennt ihr das, wenn ihr eure Haare färbt? Ihr bestellt euch Essen und genau in dem Moment, wo ihr eure Haare am Ausspülen seid, klingeln die. Deswegen habe ich gewartet. So, ich habe jetzt noch eine Kur reingetan, weil meine Haare sich in den Längen sehr, 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 sehr trocken angefühlt haben. Das heißt, ich muss jetzt noch 10 Minuten warten. In der Zeit werde ich essen. Danach spüle ich das Ganze aus und dann werde ich meine Haare föhnen. Ich bin selber gerade mega aufgeregt und nervös, weil ich Angst habe, dass es grün wird. Geworden ist, wie auch immer. Wow, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Punkt Nummer 1, ich habe hier übelste Flecken. Punkt Nummer 2, meine Haare sehen aus wie schwarz. Also mir ist klar, dass ich einiges davon rauswaschen würde, gerade beim Haarewaschen, und ist auch alles gar kein Problem. Aber es hat halt überhaupt nichts mit dem hier zu tun. Die Seite an den Stellen, wo es fleckig ist, passt es perfekt. Läuft bei mir.
Naja, ich werde jetzt mal gucken, was ich mir hierfür einfallen lasse. Wir sehen uns später. So, wir sind schon 300 Schritte gefühlt weiter. Aber ich update euch jetzt mal. Ja, ich bin noch ungeschminkt und ja, ihr werdet diese Haarfarbe natürlich ganz, ganz vielen verschiedenen Looks sehen. Aber heute müsst ihr euch erstmal damit zufrieden geben, denn ich wollte jetzt unbedingt das Update filmen, weil ich mir dachte, ich stelle euch das Video direkt mit online, während meine Insta-Story hochgeht. Hier verlinke ich euch nochmal mein Instagram-Profil, damit ihr mir da folgen könnt und auch dazu nochmal alles seht. Zu dem ganzen Thema jetzt mit meinen Haaren. Und zwar habt ihr im letzten Clip gesehen, dass ich meine Haare selbst ziemlich, ziemlich dolle verkackt habe und dass es diesmal wirklich nötig war, für mich zum Friseur zu gehen. Ihr wisst, dass ich es sehr, sehr liebe, an meinen Haaren selber rumzuspielen. Ich mag es sehr gerne, meine Haare selbst zu färben. Aber es ist diesmal, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, sehr, sehr doll in die Hose gegangen. Ich wollte ja diesmal genau diesen Ton von meinen Loka Hair Extensions erreichen. Und zwar die 06 Naturbraun, weil das in etwa meine Naturhaarfarbe ist. So, mein allererstes Ziel war ja generell, okay, ich färbe meine Haare Platin, weil meine Haare ziehen sehr, sehr schnell Farbe raus und werden sehr, sehr schnell hell. Alles klar. Diesmal wurden meine Haare natürlich nicht so hell. Und dann dachte ich mir, das habe ich euch ja schon davor, glaube ich, erzählt. Okay, färbt doch den Ton der Extensions. Dann habe ich das Goldbraun von Syos verwendet, diese zwei Packungen. Habe dummerweise auf eine Freundin gehört, die zu mir meinte, lass es doch was länger einziehen. Bra. Meine Haare ziehen innerhalb von 10 Minuten die ganze Farbe ein, aber egal. Ihr habt ja eben gesehen, wie dunkelbraun ich danach war. Das zu der Vorstory, was passiert ist. Ich werde euch nebenbei die Bilder einblenden. Dann habe ich natürlich nach einem Friseur gesucht und ich habe einen Friseur direkt bei mir um die Ecke, dem ich dann geschrieben habe. Und zwar ist das Dolly Rockers am Heumarkt. Ich war bei dem lieben Vincenzo und zwei ganz, ganz liebe Damen haben uns auch noch unterstützt und uns geholfen, meine Haare zu retten. Ja, ich kam da an, ich wurde mega, mega lieb empfangen. Ich hatte heute Morgen um 13.30 Uhr meinen Termin. Dann kam ich dort an und wir haben uns meine Haare angeguckt. Die lieben Damen meinten dann so, okay, es wird echt schwierig, deine Haare zu färben, weil meine Haarstruktur halt echt, ne? Also nachdem ich die selber noch das eine Mal blondiert habe, dann drüber gefärbt habe, waren meine Haare halt echt, um es grob zu sagen. Da meinte ich allerdings, es wäre aber echt toll, wenn wir das färben könnten, egal wie meine Haare danach aussehen, weil ich Trommelwirbel dafür, ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das selber sage. Ich habe vor, meine Haare rauswachsen zu lassen. Das heißt, ich möchte gerne meine Naturhaarfarbe haben. Ja, ist ein bisschen schwieriger bei mir, weil ihr mittlerweile wissen müsstet, wie schlimm ich bin, was meine Haare angeht. Das ist in etwa mein Naturton und den haben wir Gott sei Dank erreicht. Wir haben damit angefangen, dass wir besprochen haben, dass wir erstmal eine Blondierwäsche machen. Das war aber nicht wirklich eine komplette Blondierwäsche, sondern wir haben da noch ein bisschen was anderes zugemischt, damit das nicht ganz so schädlich ist für meine Haare, weil ich auch selber weiß, dass meine Haare sehr, sehr schnell Farbe wieder rausziehen lassen. Das habe ich natürlich auch gesagt und mein Problem war, dass ich hier vorne so zwei Strähnen habe, die gerne etwas dunkler werden als der Rest meiner Haare. Das habe ich natürlich auch dazu gesagt. Ich habe so ein bisschen meine Haarstruktur erzählt, so ein bisschen meine Haargeschichte zusammengefasst, wie meine Haare wann reagieren, damit sie auch Bescheid wissen, wie das Ganze bei mir circa ist. Also wenn ihr eure Haare ganz gut kennt, ist es immer ganz gut, wenn ihr mit eurem Friseur redet und sagt so, das habe ich probiert, das hat nicht so ganz gut geklappt. Also, dass ihr euch generell immer abspricht, ist eine sehr, sehr gute Idee. Die Wäsche gemacht und es hat auch mega rausgezogen. Ich blende euch, wie gesagt, Bilder ein. Es ist mega geworden. Mein Ansatz war wieder gelb. Meine Längen waren orange. Und es war wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir einen Ton drüber machen, dann funktioniert das auf jeden Fall. Dann haben wir weiterhin besprochen, dass wir Illumen verwenden werden. Denn Illumen hat meine Haarstruktur wieder aufgebaut, damit meine Haare nicht mehr ganz so, ja, wabbelig unten sind und damit die wieder ein bisschen gestärkter sind und so weiter und so fort. Dann haben wir uns darauf geeinigt, das haben wir drauf gemacht. Auf meinen Ansatz haben wir eine andere Farbe gegeben, wie in die Längen. Welcher Ton das jetzt genau ist, kann ich euch nicht sagen. Falls ihr zu Dolly Rockers gehen solltet und zu dem lieben Vincenzo, fragt ihn gerne, was für einen Ton ich in etwa habe. Die werden euch dann natürlich weiterhelfen. Denn ich kann euch meinen genauen Ton nicht nennen, weil
Dann hatten wir den Ton raus und so saß ich dann in dem Stuhl. Der Ton war perfekt, bis Vincenzo dann meinte, lass uns doch mal rausgehen, gucken, wie das Ganze im Tageslicht aussieht. Wir sind rausgegangen und meine Haare waren lila. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas gesehen. Meine Haare sahen in diesem Licht, in diesem Raum, so aus wie jetzt. Also wirklich die perfekte Farbe für die Extensions. Wir haben die Extensions angehalten, es war perfekt. Nur hier vorne halt waren meine eine Strähne noch ein bisschen dunkler auf der rechten Seite. Aber der Rest war perfekt. Und wir gehen raus ins Tageslicht und meine Haare sehen rosa-lila aus. Wir waren alle so schockiert, weil es wirklich, wir waren da zu dem Zeitpunkt schon 3 Stunden an meinen Haaren, weil das ja alles dauert. Man kann ja nicht alles so schnell machen, vor allen Dingen nicht bei solchen Haaren wie bei mir, weil meine Haare halt richtig kaputt waren. Und natürlich auch sind. Durch meine eigene Schuld, muss ich noch dazu sagen. Dann haben wir auf jeden Fall überlegt und dann musste ich natürlich nochmal ans Waschbecken. Und dann haben wir in dem Waschbecken, ich kann euch gar nicht mehr sagen, was wir alles gemacht haben. Wir haben ein bisschen Shampoo mit Blondierungspulver gemischt und ich glaube 30 Sekunden in diese schwarzen Stelle hier, in diese schwarzen Stellen hier vorne reingemacht. Ich hatte hinten, glaube ich, auch noch 1, 2 dunkle Stellen. Also die haben wirklich, es hat wirklich schwarz geschienen in dem Licht draußen. Und hinten haben wir dasselbe gemacht und ja, ich kann euch jetzt überhaupt nicht mehr sagen, was wir dann in dem Waschbecken noch in den Längen und so weiter gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall wirklich sehr viel gemacht, damit meine Haare so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Und ich bin so unfassbar dankbar, weil ich glaube, kein anderer Friseur hätte das so heftig und wunderschön hinbekommen. Ich war einfach geschockt, weil ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen und ich habe mir echt viele Videos mit Haaren angeguckt. Ich habe selber immer meine Haare gefärbt und diesmal dachte ich wirklich so, komm Vanessa, du bekommst das alleine nicht hin, den Ton von den Extensions zu erreichen. Dann habe ich meine Haare mitgenommen. Wir haben zwar den Ton angeglichen. Ich muss aber in 2 Wochen nochmal hin, weil meine Haare konnten heute nicht mehr. Meine Kopfhaut hat auch gesagt no. Aber es passt halt jetzt schon echt super zu den Extensions. Also mein Deckhaar ist wirklich jetzt perfekt an Farbe. Im Tageslicht muss ich sagen, ist es immer noch so, dass ich einen ganz, ganz leichten Stich noch von diesem Rosa drin habe. Aber das ist wirklich nur im knallhellen Tageslicht so. Und ich habe gesagt, mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn das so ein bisschen durchscheint. Weil erstens mit dem Waschen geht das noch ein bisschen raus. Und zu dem Thema kommen wir jetzt gleich auch noch. Plus, wir müssen eh noch mal in 2 Wochen drüber gehen dann. Deswegen habe ich gesagt, lassen wir für heute meine Haare in Ruhe. Die nächsten 2,5 Wochen werde ich meine Haare enorm pflegen, dass wir wirklich eine schöne weitere Basis haben, um darauf weiterzuarbeiten, dass wir den Ton noch mal ein bisschen angleichen. Und dann habe ich mit Vincenzo abgemacht, dass wir das so machen, dass ich in 3, allerspätestens 4 Monaten wieder hingehe, sobald mein Ansatz wirklich ein gutes Stück rausgewachsen ist. Also mindestens das muss rausgewachsen sein, damit wir die Längen an meinen Ansatz angleichen. Und dann wollen wir auch nochmal gucken, ob wir meine Längen vielleicht nicht doch ein bisschen im Balayage machen. Das heißt, dass meine Längen etwas heller gearbeitet werden als mein Ansatz. Und dass wir das so ein bisschen im Verlauf machen, dass es so schön rauswachsen kann. Oder ob ich halt wirklich meine komplette Naturhaarfarbe in meinen Längen schon haben will. Oder wie wir das machen, alles weitere bespreche ich mit euch natürlich auch und mit dem lieben Vincenzo, weil ich werde nie wieder in meinem Leben zu jemand anderem gehen. Ich bin so zufrieden und so froh, dass wir das hinbekommen haben, weil es stand ja am Anfang gar nicht fest, funktioniert das. Falls ihr in der Nähe wirklich von Köln seid, Düsseldorf oder was auch immer, geht wirklich zu Dolly Rockers in Köln und fragt nach Vincenzo. Er ist meiner Meinung nach echt eines der besten Friseure und ich habe lange nicht mehr so ein tolles Friseurerlebnis gehabt. Jetzt kommen wir zu den Produkten, denn ich habe mir von meinem eigenen Geld noch Produkte gekauft, weil meine Haare so kaputt sind. Und ich habe sonst immer Redken Extreme benutzt, aber dann haben wir ein bisschen über die Produkte gesprochen. Und ich habe ja auch das Ergebnis gesehen mit den Produkten, die sie aufgetragen haben. Und ich so, was habt ihr denn verwendet? Was kann ich verwenden, dass meine Haare wieder wirklich fester werden? Ich habe mir wirklich diese Sachen geholt, weil ich möchte, dass meine Haare wieder auf ein Level sind, wo man sagen kann, es sind Haare, weil das hier sind definitiv Haare, aber meine Haare hier unten sind halt trocken. Was erwartet ihr? Ich habe meine Haare von schwarz auf orange, gelb, was ihr vorher gesehen habt, auf dunkelbraun mit Fleck gefärbt und jetzt habe ich das.
Sie hat mir auf jeden Fall mitgegeben von Goldwell das Kera Silk Reconstruct Shampoo. Das hat sie mir mitgegeben, das hätte ich aber auch gekauft. Das war so süß von ihr. Sie hat mir das gegeben, weil sie gemeint hat, ich will dir das unbedingt mitgeben. Und ich so, okay. Ich habe mich mega gefreut, weil ich diese ganze Serie halt auch auf jeden Fall kaufen wollte, weil ich so zufrieden war mit dem Ergebnis. Und das funktioniert halt auch mega gut für Illumen. So habe ich es jetzt verstanden. Vor allen Dingen, wenn ihr diese Illumenfarbe drin habt. Also die steckt eh nochmal euer Haar und das hier hält das Ergebnis wirklich auf. Das ist das Shampoo davon. Da steht das Ganze nochmal drauf. Das könnt ihr aber auch im Laden kaufen. Da sind, meine ich, nur etwas weniger Milliliter drin. Ich meine, das waren... Moment, lasst mich nicht lügen. Ich meine, in dem Shampoo, was ihr dort kaufen könnt, sind 200 Milliliter drin. Dann habe ich, weil ich persönlich muss ehrlich sagen, wir haben uns da auch heute drüber unterhalten. Ich persönlich mag nicht so gerne Conditioner, weil ich das Gefühl habe, das bringt mir nichts, außer dass ich meine Haare gut kämmen kann, jetzt mal in Anführungsstrichen. Dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwas, dass wenn ich wirklich auf die Schnelle meine Haare wasche und keine Zeit habe, eine Haarkur einwirken zu lassen, was meinen Haaren dennoch etwas gibt. Und da hat sie mir mitgegeben von Goldwell Kera Silk Reconstruct regenerierendes Föhnspray. Das heißt, das Ganze schüttel ich nach dem Haarewaschen mit diesem Shampoo und sprühe das in meine Haare, bevor ich meine Haare föhne. Dann habe ich mir eine Haarmaske geholt, die ich jetzt auch mehr als regelmäßig anwenden werde. Und das ist auch von Kera Silk Reconstruct tiefenpflegende Reparaturmaske. Das ist die hier und die werde ich jetzt regelmäßig verwenden, während ich meine Haare wasche, wenn ich Zeit habe, die in meine Haare zu geben. Ihr wisst, dass ich eh meine Haare so selten wie möglich versuche zu waschen und die Zeit zu überbrücken mit einem Trockenshampoo. Aber das soll mir auf jeden Fall helfen und vor allen Dingen meine Längen wieder so gut wie möglich aufbauen. Dann habe ich mir noch von Goldwell dieses Haarspitzenaufbaukonzentrat geholt, weil meine Spitzen halt wirklich tot sind. Ja, das ist das gute Stück hier. Das hat sie mir auch gezeigt, wie ich das anwende. Das Coole ist halt, es ist wie so eine Pipette, nennt man das so. Also ihr drückt hier oben wirklich drauf und dann geht das hier in diese Pipette, die da drin ist, rein. Und dann könnt ihr euch 2-3 Tropfen auf eure Hand geben und das Ganze in euren Haaren verteilen. Das hält euch eine Ewigkeit, da sind 28 Milliliter drin. Das könnt ihr auch tagsüber in euer trockenes Haar tun, wenn ihr das Gefühl habt, so okay. Ich mache das persönlich mega gerne und mega oft, weil ich meine Haare halt wirklich sehr pflegen möchte. Und ich bin sehr, sehr happy mit dieser Pflegereihe. Ich wollte noch dazu sagen, wenn ihr möchtet, dass ich jetzt regelmäßige Updates mache zu meinen Haaren, sagen wir alle 3 Monate, dass ich mal darüber rede, ob ich immer noch diese Serie benutze oder umgestiegen bin, was mir diese Serie für meine Haare gebracht hat, wie mein Haarwachstum ist und so weiter und so fort. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil ich denke, das wird ein sehr, sehr spannender und langwieriger Prozess, meine Naturhaarfarbe rauswachsen zu lassen. Ich bin wirklich mega, mega zufrieden. Ich danke nochmal vom Herzen wirklich Dolly Workers für dieses unfassbar tolle Ergebnis und vor allen Dingen dir nochmal, Vincenzo. Ihr habt das so toll gemacht, euch so viel Zeit für mich genommen und vor allen Dingen habt ihr meine Extensions so schön reingeschnitten, dass es wirklich gut aussieht. Meine Extensions verlinke ich euch auch nochmal unten. Das sind wie immer meine Low-Hair-Extensions, die habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann.